Deutsche Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg. Für unsere Urgroßeltern die gute alte Zeit. Für manche auch eine goldene Zeit. Vielleicht auch, weil Geld nicht einfach nur Papier war, sondern jederzeit gegen Gold eingetauscht werden konnte. Und jeder Staat konnte nur so viel Geld ausgeben, wie er Gold besaß. 100 Mark entsprachen damals 35 Gramm Gold, etwas mehr als eine heutige Feinunze. Und das waren 30 Dollar, garantiert. Weil alle wichtigen Währungen fest an Gold oder Silber gebunden waren, gab es feste Wechselkurse, kein Wechselkursrisiko. Bis 1914. Um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren, brauchten die Staaten mehr Geld, als sie Gold besaßen. Die Goldbindung wurde abgeschafft, Geld nach Bedarf gedruckt. Wenige Jahre später folgte die erste große Hyperinflation. Heute machen die Staaten zur Finanzierung von Banken und Euro-Rettung riesige Schulden, werfen Geld auf den Markt. Wieder droht Inflation. Die Banken haben mit dem ungedeckten Geld jahrzehntelang riesige Gewinne gemacht. Trotzdem wünschen sich inzwischen sogar manche Banker die gute alte Zeit, zumindest aber gutes Geld zurück. Weltweit ist ein Geldsystem, ein Staatsgeldsystem etabliert worden, in dem Geld durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird, nicht gedecktes Geld. Das ist in seiner Wirkung inflationär. Es sucht sich Anlagemöglichkeiten. Das führt zu Spekulationsblasen, beispielsweise auf den Aktienmärkten, in den Häusermärkten. Und vor allen Dingen, es führt zu einer immer weiter anwachsenden Verschuldung, die dann in große Krisen mündet. Am Ende des Zweiten Weltkrieges machten die Staaten der Welt noch einen Versuch zur Golddeckung. Auf der Konferenz von Bretton Woods. Der Dollar war an die US-Goldreserven gebunden. Die Amerikaner versprachen, jeden Dollar jederzeit gegen eine feste Goldmenge einzutauschen. Zusätzlich wurde für alle Währungen ein fester Wechselkurs zum Dollar festgelegt. Bretton Woods schien ein voller Erfolg. Es schaffte wunderbar klare Verhältnisse. 130 deutsche Mark waren grundsätzlich 35 Dollar, waren genau eine Feinunze Gold. Doch diesmal ging das nicht lange gut. Nach dem Krieg wuchs der weltweite Warenaustausch rasend schnell. Damit zirkulierten weltweit immer mehr Dollar. Gleichzeitig mussten die Amerikaner den teuren Vietnamkrieg bezahlen, gaben viel mehr Dollar aus, als durch Gold gedeckt war. Aus Angst wollten Dollarbesitzer Scheine in Gold tauschen. Da zog Präsident Nixon die Notbremse und hob die Goldbindung auf. Eigentlich logisch. Die Menge an Gold und Silber sind begrenzt. Eine wachsende Weltwirtschaft braucht doch aber wachsende Geldmengen. Da kann eine Goldbindung doch gar nicht dauerhaft funktionieren. Das ist aber nicht richtig. Geld ist ein Tauschgut. Es ist kein Konsum- oder Investitionsgut. Und seine Vermehrung bringt keinen sozialen Nutzen. Eine Volkswirtschaft, die Weltwirtschaft, könnte wachsen. Es können Arbeitsplätze geschaffen werden, ohne dass die Geldmenge wächst. Der Beweis dafür, wieder das späte 19. Jahrhundert. Damals hielten sich alle Länder an die Goldbindung. Die Goldmenge stieg kaum. Trotzdem gab es nie dagewesenen technischen Fortschritt und riesiges Wachstum. Also gut, nehmen wir an, es ist möglich, eine Goldbindung einzuführen. Aber wie soll das gehen? Weltweit sind so viel Euro und Dollar und sonstiges Geld im Umlauf, dass nie und nimmer genug Edelmetall existiert, um all diese Aberbillionen abzusichern. Der frühere Chef der Deutschen Kreditbank und langjährige Direktor der Deutschen Bank, Edgar Most, sieht darin das Hauptproblem. Seit Aufhebung der Goldbindung sind durch globale Finanzspekulation gigantische Geldmengen entstanden, die rein virtuell existieren. 1970 bis 2006 hat sich das Finanzvermögen der Welt um das 35-fache erhöht. In Einzelfällen sogar über das 40-fache. Auch die Realwirtschaft der Welt nur ums 13-fache. Das heißt, wir müssten, um die Welt wieder zu gesunden, eigentlich das Kapital um zwei Drittel abwerten. Wir müssten einen Kapitalschnitt machen, einen Währungsschnitt, aber eben nicht in Deutschland, sondern weltweit. Also, wie nach dem Krieg eine neue Währungsreform? Und damit Entwertung aller Geldvermögen? Eine Horrorvorstellung. Aber was ist die Alternative? Im heutigen System würde immer mehr Geld gedruckt werden und auch das würde zu Inflation führen und den Geldwert schädigen. Um aber wie einst hier in Bretton Woods ein neues Währungssystem zu bauen,
bräuchte man viel politischen Mut oder eine noch viel, viel schlimmere Krise. Anleitung zum Abzocken. Heute zeigen wir euch verschiedene Methoden, die ihr dazu benutzen könnt, mal so richtig abzuzocken. Methode Nummer 1. Die einfachste und primitivste Abzockmethode ist die direkte persönliche Konfrontation. Bedrohe einfach jemanden, am besten mit einer Waffe, und sage, dass er sein Geld und seine sonstigen Wertgegenstände rausrücken soll. Diese Methode ist zwar recht beliebt und funktioniert mehr oder weniger ganz gut, aber sie hat auch einige Nachteile. Zum Beispiel ist es für den Abzocker ganz schön riskant, jemanden persönlich zu konfrontieren. Sicher kann man sich immer die kleineren und schwächeren Opfer heraussuchen, aber man weiß ja nie, ob sie vielleicht bewaffnet sind. Außerdem besteht bei dieser direkten Methode das Risiko, dass dich das Opfer wiedererkennt oder ein Zeuge verpfeift dich bei der Polizei. Dann wirst du aufgespürt und festgenommen. Und dann bekommst du die Strafe, die du verdienst. Und das war's. Eine einmalige Sache mit einem unsicheren Ergebnis. Vielleicht erreichst du damit sogar gar nichts. Methode Nummer 2. Eine etwas bessere Abzockmethode ist es, in Häuser einzubrechen, wenn keiner zu Hause ist, und die Wertgegenstände einfach mitzunehmen. Obwohl du immer noch möglicherweise dabei erwischt wirst oder sogar auf gewaltsamen Widerstand stößt, ist das Risiko schon mal viel geringer. Und in einem durchschnittlichen Haus sind wahrscheinlich viel mehr Wertgegenstände, als eine durchschnittliche Person so mit sich herumträgt. Trotzdem ist es immer noch riskant und vielleicht hinterlässt du irgendwelche Spuren, die dir dann später zum Verhängnis werden. Fußabdrücke oder Fingerabdrücke zum Beispiel. Methode Nummer 3. Ein fortgeschrittener Abzocker vermeidet das Risiko gewalttätiger Konfrontationen vollständig. Er täuscht und betrügt seine Opfer lieber, anstatt sie direkt zu bedrohen oder Gewalt gegen sie auszuüben. Du könntest zum Beispiel kleine alte Damen anrufen und sie dazu bringen, ihre Kreditkartennummer rauszurücken. Oder du machst einen Versandhandel auf, bei dem du Vorkasse verlangst und dann einfach mit dem Geld verschwindest. Das persönliche Risiko, vor allem das Risiko, von deinem Opfer körperlich attackiert zu werden, ist deutlich geringer. Trotzdem wirst du möglicherweise gefasst und jedes Mal heißt es hopp oder top. Du schnappst dir einfach, was du in die Finger kriegst und gehst das Risiko ein, erwischt zu werden. Jedes Mal wieder aufs Neue. Methode Nummer 4. Die nächste Stufe der Abzocke ist der fortlaufende Betrug. Also eine Methode, mit der du die Leute nicht einmalig ausraubst, sondern immer und immer wieder. Mit den Kreditkartennummern der kleinen alten Damen machst du zum Beispiel keinen Großeinkauf, sondern du begehst kleinere Diebstähle, die sich ständig wiederholen. Eine kleine alte Dame, der du jeden Monat $9,95 in Rechnung stellst, die als Hilfe für arme Waisenkinder auf ihrer Kreditkartenrechnung erscheinen, wird davon ausgehen, dass das schon richtig so ist. Wenn dir das bei 100 kleinen alten Damen gelingt, dann hast du eine relativ sichere und stetige Einnahmequelle und musst nicht immer wieder neue Verbrechen begehen und dafür jedes Mal neue Risiken in Kauf nehmen. Natürlich gibt es immer noch ein gewisses Risiko, geschnappt und bestraft zu werden. Methode Nummer 5. Eine viel bessere Abzockmethode als alle anderen bisher hier vorgestellten Methoden ist die Geldfälschung. Obwohl man dazu enorme technische und logistische Voraussetzungen braucht, hat die Geldfälschung riesige Vorteile. Zuerst einmal gibt es keine direkten Opfer. Die Opfer werden nicht mal merken, dass sie beraubt wurden. Wenn du Geld fälschst, ist das eigentlich Diebstahl an jeden, der die Währung benutzt. Egal, sie werden den Unterschied nicht nur nicht merken, sondern die meisten Leute verstehen nicht einmal, warum Geldfälschung schlecht sein soll oder wie sie jemandem schadet. Das Risiko, dass sich deine Opfer wegen ihres Schadens an dir rächen, ist nahezu null. Das Risiko, dass sie überhaupt mitbekommen, dass sie ausgeraubt werden, ist auch nahezu null. Auch wenn sie wissen würden, dass du dir dein eigenes Geld druckst, wäre das Risiko nicht viel höher, weil die meisten Leute keine Ahnung davon haben, was Geld ist und wie Währungen funktionieren. Wenn du dir das alles einmal aufgebaut hast, hast du eine lukrative, kontinuierliche Geldquelle mit einem sehr geringen körperlichen Risiko. Natürlich, wenn die Behörden das herausfinden, bist du dran. Aber abgesehen von diesem Risiko ist diese Abzockmethode schon ein kleiner Picasso in der Kunst der Abzocke. Eine unbegrenzte Quelle für Vermögen für dich allein, ohne arbeiten zu müssen. Und die Opfer werden niemals wissen, wer sie abgezockt hat. Besser gesagt, sie werden sogar niemals wissen, dass sie überhaupt abgezockt wurden. Besser geht's eigentlich gar nicht. Methode Nummer 6. Die nächste Stufe der Abzocke ist nur etwas für richtig anspruchsvolle, soziopathische Abzocker, die nicht nur gnadenlos abzocken wollen, sondern auch Macht über andere Menschen ausüben wollen. Auch diese Methode besteht in der Geldfälschung. Aber anstatt Geld einfach nur zu drucken und sich dann damit Sachen zu kaufen, druckst du das Geld und verleihst es dann an andere. Auf den ersten Blick erscheint das widersprüchlich. Warum solltest du das tun, wenn du sowieso schon so viel Geld drucken kannst, wie du willst? Nehmen wir einmal an, dass du hunderte Millionen von Dollars druckst und sie hunderten verschiedenen Leuten leihst. Jeder einzelne dieser Leute wird das Gefühl haben, in deiner Schuld zu stehen, weil du ihm einen Gefallen getan hast. Ab diesem Zeitpunkt werden sich diese Leute selbst jeden Monat ausrauben, um dir einen Haufen Geld zu geben. Die Ironie dabei ist, dass sie sich selbst als Abzocker sehen, wenn sie bei deinen Verbrechen nicht mitmachen.
Die Vorstellung davon, dass diese Schuld wirklich existiert, existiert ja nur in ihrer Fantasie. Aber es geht noch weiter. Du solltest so viel von deinem Falschgeld verleihen, bis du dir ganz sicher bist, dass viele deiner Schuldner diese Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Warum? Ganz einfach. Wenn die Leute wegen ihrer künstlichen Schulden pleite gehen, kannst du ganz offen und problemlos ihre Häuser, ihre Autos und ihr sonstiges Eigentum einsammeln. Durch Zwangsversteigerung. Und sie werden sich dabei schlecht fühlen, so als wären sie die schlechten Menschen, weil sie ihre Raten nicht mehr bezahlen können. Du kannst ihnen also ganz offen alles stehlen, was sie haben. Und gleichzeitig werden sie sich auch noch bei dir dafür entschuldigen, dass sie dir nicht noch mehr geben können, weil sie sich schämen. Besser geht's einfach nicht. Und je mehr du mit dieser Methode stiehlst, desto besser kannst du den ganzen Betrug noch weiter vergrößern. Es gibt wirklich keine Grenzen. Wenn alles gut geht, kannst du fast jeden auf dieser Welt dazu bringen, das Gefühl zu haben, bei dir in der Schuld zu stehen. Und wenn alle pleite gehen, gehört dir wortwörtlich die ganze Welt. Und die meisten deiner Milliarden von Opfern werden keinerlei Ahnung haben, was passiert ist. Sie werden dir als armselige Sklaven dienen, mit denen du machen kannst, was du willst. Du sadistischer, größenwahnsinniger, soziopathischer Dreckskerl. Methode Nummer 7. Methode Nummer 6 ist schon so ausgezeichnet, dass es nur noch einen Weg gibt, um sie noch weiter zu perfektionieren. Das einzige Risiko besteht noch darin, dass die Behörden deine Pläne bemerken und dich schnappen, bevor du dich mitsamt deinen unrechtmäßig erworbenen Vermögen in ein Land absetzt, das kein Auslieferungsabkommen mit deinem Land hat. Um auch dieses Risiko wegzubekommen, musst du in Methode Nummer 7 nur noch den letzten Schritt gehen und die Politiker bestechen, damit sie deine Verbrechen legalisieren. Wenn dein massiver, permanenter Betrug legalisiert ist, wird dir die Regierung sogar ihre Söldner zur Verfügung stellen, um dich gegen deine Opfer zu schützen. Nur für den Fall, wenn sie merken, was du ihnen antust. Wenn das passiert ist, dann bist du der größte Abzocker der Welt. Aber leider wirst du das nicht schaffen. Du wirst niemals zum Superabzocker, dem am Ende alles gehört. Warum nicht? Weil es schon niemanden gibt, der das geschafft hat. In den USA heißt sie Federal Reserve. Sie besitzt den Kongress, der ihren Betrug 1913 legalisiert hat. Seitdem hat sie den Menschen durch ihr politisch gedecktes Mindestreservesystem, nur ein lustiger Name für legalisierte Geldfälschung, dermaßen viel gestohlen, wie du es dir kaum vorstellen kannst. Dieses Verbrechen ist so perfekt, dass die Federal Reserve es direkt vor den Augen der Öffentlichkeit begehen kann und dabei alle Einzelheiten ihrer Methode preisgibt. Und es ist immer noch so, dass die große Mehrheit der Opfer keine Ahnung hat, was passiert ist. Die meisten haben noch nicht mal gemerkt, dass überhaupt was Schlechtes passiert ist. Aber wenn irgendwas, dieses Video zum Beispiel, sich verbreitet, sodass die Opfer dieses riesigen Betrugs beginnen zu verstehen, was ihnen angetan wird, dann werden wir sehen, was passiert. Rena Feilbach hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Die Gastronomin, die lange eine kleine Kneipe hatte, konnte zwar nicht viel fürs Alter zurücklegen, doch alles wäre gut gegangen, wenn da nicht die private Krankenversicherung gewesen wäre. Die Beiträge explodierten und fressen fast alles auf, was sie sonst so hat. Ich habe 311 Euro Rente. Und wenn wir das nun verdoppeln, reicht das immer noch nicht für meine Krankenkasse, weil mein Krankenkassentarif ja 640 Euro sind. 640 Euro und das nur für den Basistarif. Wäre da nicht noch eine private Lebensversicherung, Rena Feilbach wüsste nicht, wie sie ohne staatliche Unterstützung klarkommen sollte. Zum Leben bleibt ihr schon jetzt kaum noch was. Irgendwann weiß ich nicht, dann ist das ganze Geld von meiner Lebensversicherung verschwunden. Und dann kann ich auf die alten Tage doch noch den Weg machen, um Geld, Grundsicherung oder irgendetwas vom Staat zu beantragen. Rund 9 Millionen Menschen sind privat krankenversichert. Sie haben sich von Versprechungen verführen lassen. Bessere Leistungen als in der gesetzlichen und vor allem stabile Beiträge hatte die Branche zugesagt. Und die Politik tönte im Gleichklang, hat die private Krankenversicherung jahrzehntelang unterstützt und verteidigt.
Wir brauchen doch aufgrund der steigenden Gesundheitskosten im Alter eher mehr Privatversicherte und nicht ein Austrocknen der privaten Krankenversicherung. Die privaten Krankenversicherungen arbeiten sehr erfolgreich. Wir werden es nicht zulassen, dass die Existenz der PKV in Frage gestellt wird. So ist die Geschichte der privaten Krankenversicherung auch die Geschichte von politischer Subvention. In der gesamten Geschichte der Bundesrepublik haben vor allen Dingen konservative Regierungen immer wieder die Geschäftsmöglichkeiten der privaten Krankenversicherung zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verbessert und damit deren Geschäftsfeld gefördert. Die wohl größte Subvention, alle Beamten, wie auch Giuseppe Petronio, können sich sinnvoll eigentlich nur privat versichern. Ende der 80er hatte die Regierung Kohl den Beamtentarif in der gesetzlichen einfach abgeschafft. Dem gehobenen Dienst mag das egal gewesen sein, aber kleine Beamte wie Petronio müssen seitdem draufzahlen. Mich ärgert, dass ich da, wenn ich in die gesetzliche gehen könnte, würde ich über 1000 Euro im Jahr sparen. Insoweit ist der Schritt der Politik, die Beamten quasi in die PKV hineinzuzwingen, eine Vergrößerung des Kundenstammes und insoweit ein Geschenk der Politik an die PKV. Das zweite Geschenk? Für kleine Selbstständige gibt es in der gesetzlichen keine auch nur halbwegs attraktiven Tarife. Sie werden regelrecht in die PKV gedrängt. Und schließlich Geschenk Nummer drei. Alte, teure Versicherte konnten die Privaten jahrzehntelang in die gesetzliche Krankenkasse abschieben. Früher war es so, dass jemand, der 55 oder 60 Jahre alt war, dann in die GKV zurückging. Das hieß de facto, dass die gesamte Lebensspanne, in der eigentlich im Durchschnitt sehr wenig Krankheitskosten anfallen, billig und günstig bei der PKV versichert werden konnten, um dann im Alter, wenn die Kosten steigern, diese Kosten wieder der Solidargemeinschaft zuzumuten. Und das war natürlich das Gegenteil des Solidarprinzips und sehr bequem für die PKV. Doch mit der rot-grünen Zeitenwende wird im Jahr 2000 genau dieses Privileg abgeschafft. Auch dadurch kommt nun Sand ins Profitgetriebe der Privaten. So steigen die Beiträge im Vergleich zur gesetzlichen deutlich stärker an, von 1997 bis 2010 um rund 65%. Das politische Wohlwollen schwindet und der Stern der Privaten beginnt zu sinken. Leiden müssen insbesondere eben dann die älteren Versicherten in der PKV, wo die Beiträge eben immer weiter steigen, die Einkünfte aber nicht. Also gerade Personen, die eben schon im Rentenalter sind, die wissen teilweise wirklich nicht mehr, wie sie die Beiträge für ihre private Krankenversicherung bezahlen sollen. Die Privaten sprechen von Einzelfällen. Doch viele Menschen, wie Angelika Kind, wissen nicht mehr weiter, versuchen mit hohen Selbstbeteiligungen ihren Beitragssatz zu senken. 1600 Euro pro Jahr muss die Buchautorin erst einmal selbst aufbringen, bevor sie nur einen Cent von ihrer Kasse zurückbekommt. Mit einer verhängnisvollen Konsequenz. Ich gehe nicht mehr zum Arzt, weil ich auch gar nicht absehen kann, wie hoch dann so eine Rechnung ist. Und das ist mir dann einfach zu heikel und dann lasse ich das eben einfach sein. Um Geld zu sparen, verzichtet Kind sogar auf jegliche Vorsorgeuntersuchungen. Eigentlich eine Bankrotterklärung für eine Krankenversicherung. Wenn ich mir heute diese tollen Statements anhöre, wie gut man bei privaten Krankenversichern angeblich aufgehoben sei, dann ist das schon eine Mogelpackung. Denn es wird leider nicht darauf hingewiesen, wie es aussieht, ab 55 aufwärts. Die privaten Krankenversicherungen arbeiten sehr erfolgreich. Wir werden es nicht zulassen, dass die Existenz der PKV in Frage gestellt wird. Wir brauchen doch aufgrund der steigenden Gesundheitskosten im Alter eher mehr Privatversicherte. Sieht der Gesundheitsminister das heute auch noch so? Daniel Bahr lässt gegenüber Panorama schriftlich mitteilen, die Versicherungen müssten die Verantwortung gegenüber ihren älteren Mitgliedern wahrnehmen. Grundsätzlich halte er an der privaten Krankenversicherung fest. Eine private Krankenversicherung, in der Menschen gefangen sind, in der Menschen wegen zu hoher Selbstbeteiligungen nicht mehr zum Arzt gehen und wegen horrend steigender Prämien schneller zum Sozialfall werden, für die dann der Steuerzahler aufkommen muss. Da muss man schon dann entsprechend auch fragen, ob das System der privaten Krankenvollversicherung überhaupt heute noch seine Berechtigung hat. Im Grunde genommen ist die private Krankenversicherung objektiv seit Jahrzehnten ein Auslaufmodell. Aber da sich jetzt die Probleme vor allen Dingen für alte Versicherte verschärfen,
ist die Politik stärker als je zuvor aufgerufen, hier vernünftige, übergreifende neue Regelungen zu finden. Vor 80 Jahren wurde den Amerikanern erzählt, dass es in ihrem Land eine Krise des Gesundheitssystems gäbe. Damals beschwerte man sich, dass die Kosten zu niedrig und die Krankenversicherungen zu billig seien. Auch damals schritt der Staat ein, um dieses Problem zu lösen. Und wie er es löste. In Großbritannien, Australien und den Vereinigten Staaten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren es die Bruderschaften, die der Arbeiterklasse Zugang zum Gesundheitssystem und zu den Krankenversicherungen ermöglichten. Bruderschaften, in Großbritannien und Australien nannte man sie Unterstützungskassen, waren freiwillige Vereinigungen zur gegenseitigen Hilfe. Heute gibt es sie noch als Shriner, Elks, Masons und vergleichbare Organisationen, aber diese spielen nicht mehr die gleiche zentrale Rolle im Leben der Amerikaner wie damals. Noch 1920 war mehr als ein Viertel aller erwachsenen Amerikaner Mitglied von Bruderschaften. In Großbritannien und Australien war der Anteil noch höher. Besonders beliebt waren die Bruderschaften bei Schwarzen und Immigranten. Teddy Roosevelts bekannter Angriff auf die Amerikaner mit Bindestrichen war zum Teil auf seine Ablehnung der Bruderschaften der Immigranten zurückzuführen. Er und andere Progressive wollten die Immigranten amerikanisieren, indem sie sie vom demokratischen Staat abhängig machten, anstatt sie in ihren eigenen unabhängigen ethnischen Gemeinschaften zu belassen. Das Prinzip der Bruderschaften war einfach. Die Arbeiter gründeten einen Verein oder traten einer lokalen Abteilung oder Loge eines existierenden Vereins bei und zahlten monatliche Beiträge in die Vereinskasse ein. Einzelne Mitglieder erhielten dann bei Bedarf Geld aus der Kasse. Die Bruderschaften funktionierten also wie eine Art Selbsthilfeversicherungsgesellschaft. Zur Jahrhundertwende gab es in Amerika eine sehr große Anzahl an Bruderschaften. Einige bestanden aus bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppen, andere nicht. Viele boten ihren Mitgliedern Unterhaltung und ein Sozialleben oder übernahmen Gemeinschaftsdienste. Einige Bruderschaften bestanden ausschließlich aus und für Frauen. Die Angebote, aus denen die Mitglieder auswählen konnten, waren sehr verschieden. Die häufigsten waren aber Lebensversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung und die Logenpraxis. Die sogenannte Logenpraxis ist eine Einrichtung, die einer Gesundheitsvorsorgeorganisation sehr nahe kommt. Darin schloss eine bestimmte Loge einen Vertrag mit einem Arzt, der die Mitglieder der Loge ärztlich betreute. Der Arzt erhielt eine regelmäßige Vergütung, anstatt pro Behandlung bezahlt zu werden. Die Mitglieder zahlten eine jährliche Gebühr und ließen sich bei Bedarf von ihm behandeln. Wenn sich seine Leistung als unbefriedigend herausstellte, wurde der Arzt sanktioniert und sein Vertrag wurde eventuell nicht verlängert. Berichten zufolge betrachteten die Logenmitglieder die Kontrollmöglichkeit durch dieses System als großen Vorteil. Die Selbstkontrolle der Bruderschaft verhinderte, dass der Arzt unnötig oft aufgesucht wurde. Für die Mitglieder gab es einen Anreiz, dieses zu verhindern, da sich sonst ihre Beiträge erhöhten. Besonders bemerkenswert waren die niedrigen Kosten, zu denen die Gesundheitsleistungen angeboten wurden. Zur Jahrhundertwende lagen die durchschnittlichen Kosten der Logenpraxis für ein einzelnes Mitglied zwischen $1 und $2 pro Jahr. Der Lohn eines Tages reichte für ein ganzes Jahr ärztliche Versorgung aus. Im Gegensatz dazu lagen die durchschnittlichen Kosten für Gesundheitsleistungen auf dem regulären Markt zwischen $1 und $2 pro Besuch. Trotzdem kämpften die zugelassenen Ärzte hart um die Verträge mit den Logen, vor allem die Ärzte, die nicht in bekannten medizinischen Fakultäten ausgebildet wurden, vielleicht wegen der Sicherheit dieser Verträge, und dieser Konkurrenzkampf hielt die Kosten niedrig. Das medizinische Establishment war empört, sowohl in Amerika als auch in Großbritannien. Die Logenpraxis wurde hart angegriffen und es wurde Weltuntergangsstimmung gemacht. Viele Ärzte beklagten, dass sie die niedrigen Honorare in den Bankrott treiben würden. Sie sahen es als Beleidigung ihres Berufsstandes an, dass sich ausgebildete Ärzte darum bewerben mussten, der Unterschicht zu dienen. Besonders verabscheuungswürdig fanden sie, dass es solch ungebildeten und sozial minderwertigen Leuten erlaubt wurde, das Honorar für die Dienste der Ärzte festzulegen und zu beurteilen, ob ihre Dienste befriedigend seien.
Sie forderten den Staat dazu auf, zu handeln. Und das tat er dann auch. In Großbritannien beendete der Staat das Übel der Logenpraxis, indem er das Gesundheitssystem unter seine politische Kontrolle brachte. Die Honorare der Ärzte wurden nun von einem Gremium aus ausgebildeten Experten festgelegt, das heißt von den Ärzten selber, anstatt von den dummen Patienten. Die staatlich finanzierte ärztliche Betreuung verdrängte die Logenpraxis. Für jene, die dazu gezwungen wurden, Steuern für das sogenannte kostenlose Gesundheitssystem zu zahlen, egal ob sie das wollten oder nicht, gab es nun keinen Anreiz mehr, zusätzlich für ein Gesundheitssystem der Bruderschaften zu zahlen. Sie nutzten lieber die Leistungen der Regierung, für die sie ohnehin Steuern zahlen mussten. In Amerika dauerte es länger, bis das Gesundheitssystem sozialisiert war. Das ärztliche Establishment musste seine Ziele auf indirekterem Weg erreichen als in Großbritannien, aber das Ergebnis war das gleiche. Ärztevereinigungen wie die American Medical Association, AMA, führten Sanktionen für Ärzte ein, die es wagten, Logenpraxisverträge abzuschließen. Das allein hätte aber kaum funktioniert, wenn die Ärztevereinigungen nicht Zugang zur Staatsmacht gehabt hätten, aber durch die Privilegien, die ihnen vom Staat eingeräumt wurden, kontrollierten sie das ärztliche Zulassungsverfahren. Und dadurch stellten sie sicher, dass allen Abweichlern das Recht verwehrt wurde, ihren Arztberuf auszuüben. Die Kontrolle der Zulassungsverfahren ermöglichte dem ärztlichen Establishment einen verdeckteren Weg, um die Logenpraxis zu bekämpfen. Die AMA führte strengere Zulassungsvorschriften ein als je zuvor. Sie behauptete, dadurch die Qualität der Arztleistungen zu erhöhen. Aber die Konsequenzen waren, dass die Anzahl der Ärzte zurückging, dass die Konkurrenz geringer wurde und dass die Honorare steigen konnten. Es gab immer weniger Ärzte, die sich um Logenpraxisverträge bemühten. Die künstliche Beschränkung des Angebots führte zu höheren Preisen und zur besonderen Belastung für die Bruderschaftsmitglieder der Arbeiterklasse. Den letzten Todesstoß versetzten die Bruderschaften selbst der Logenpraxis. Der National Fraternal Congress sprach sich für Gesetze aus, die den Bruderschaften eine Mindestgebühr für die Mitgliedschaft rechtlich garantieren sollte. Ebenso wie die AMA versuchten sie dadurch, in den Genuss der Vorteile einer Kartellbildung zu kommen. Zum Leidwesen der Lobbyisten waren diese Bemühungen erfolgreich. Die unbeabsichtigte Konsequenz war, dass durch die Mindestgebührgesetze die Dienste der Bruderschaften nicht mehr konkurrenzfähig waren. Dadurch führten die Bemühungen des National Fraternal Congress nicht zur Bildung eines funktionierenden Selbsthilfekartells, sondern zur Zerstörung der Marktnische für die Bruderschaften und mit ihr zur Zerstörung eines kostengünstigen Gesundheitssystems für die Arbeiter. Warum ist das Gesundheitssystem heute in der Krise? Weil die Regierung die letzte Krise des Gesundheitssystems gelöst hat. Kontrolliert, manchmal sogar an die Wand gestellt. Ohne Verdacht. Das kennen die meisten Deutschen nicht. Passiert aber jeden Tag tausendfach in Deutschland. Nur ebenso gut wie keinem Weißen. Wurden Sie denn schon mal von der Polizei kontrolliert? Nee. Nee, noch gar nicht. Noch nie. Nein. Warum? Nie. Nie. Nee, noch nicht. Warum sehe ich so aus wie ein Verbrecher oder so? Aber Ferdinand G. passiert es dauernd. Zuletzt wollte er nur seine Freundin am Bahnhof in Bochum abholen. Die Kontrolle hat da vorne stattgefunden. Das waren zwei Bundespolizisten, die mich mit den Worten begrüßt haben. Routinekontrolle, Ihren Ausweis bitte. Ob er illegal eingereist sei? Nein, er ist ja Deutscher seit Geburt, nur eben nicht weiß. Deshalb wird er ständig kontrolliert. Er hat aufgehört zu zählen. Beim ersten Mal war er gerade 12. Die Polizei findet nie was. Aber er fühlt sich behandelt wie ein Verbrecher. Wenn das jetzt irgendwo passieren würde, wo das nur die Polizisten und ich wären, dann wäre das leichter zu ertragen. Aber hier laufen ganz viele Menschen rum und ich kann niemanden erreichen, um das klarzustellen. Also wenn Sie in so einer Position da stehen, dann können Sie sich schlecht hinterher jeden sagen, Moment, da war nichts, ich bin unschuldig oder ich weiß selbst nicht, wie ich in diese Kontrolle geraten bin. Sein Albtraum ist, ein Patient könnte dann vorbeikommen, er ist nämlich Heilpraktiker. Immer wieder Kontrollen, vor allem in Zügen, da wo jeder alles mitbekommt und alle schauen auf den, der nicht aussieht wie Max Mustermann. Wir treffen Dr. Karamba Diaby, Bundestagsabgeordneter der SPD. Auch er wurde im Zug herausgegriffen. Kein Weißer wurde kontrolliert.
Dann habe ich ihm meinen Ausweis gezeigt als Stadtrat der Stadt Halle. Damit kam er auch nicht ganz klar. Und dann zweite habe ich dann meinen Dienstausweis vom Sozialministerium in Hand gedruckt. Und dann sagt er zu seinem Kollegen, den lassen wir laufen mit den Papieren, die er gerade gezeigt hat. Was ging da in Ihnen vor? Ja, ich fühlte mich auf alle Fälle erniedrigt und fühlte mich richtig diskriminiert. Denn ich wurde nur kontrolliert aufgrund meiner Hautfarbe. Allein im letzten Jahr hat die Bundespolizei 3,7 Millionen Mal Menschen kontrolliert. Verdachtsunabhängige Kontrollen nennt man das. Und die treffen vor allem nicht Deutsche. Es lohnt sich genauer, ins Bundespolizeigesetz zu schauen, in § 22 Absatz 1a. Als man nämlich die EU-Binnengrenzen mit dem Schengen-Abkommen abschaffte, gab man der Polizei plötzlich weitreichende Befugnisse. Zur Verhinderung unerlaubter Einreise darf die Polizei kontrollieren und selbstredend Taschen durchsuchen. Das gilt im Grenzgebiet an Flughäfen, Bahnhöfen und in Zügen. Die meisten Länder erlauben ihren Polizisten das übrigens auch. Die Polizei diskriminiert systematisch. Bundespolizei und Bundesinnenministerium geben uns kein Interview. Schriftlich weisen sie diesen Vorwurf entschieden zurück. Sie schreiben: Erkenntnisse, dass Menschen, die einer ethnischen Minderheit angehören, öfter kontrolliert werden, liegen hier nicht vor. Das renommierte Institut für Menschenrechte hat die Polizeipraxis jetzt genau untersucht. Das Ergebnis dieser neuen Studie: jeden Tag verletzen Polizisten Menschenrechte. Dieses Verbot, nach äußerlichen Merkmalen vorzugehen, ist fest verankert im Grundgesetz, aber auch eben im europäischen und im internationalen Menschenrechtsschutzsystem. Alle internationalen und europäischen Menschenrechtsgremien sind sich hier einig, dass eine solche Praxis nicht vereinbar ist mit dem Verbot rassistischer Diskriminierung. Wir sind an der Deutschen Hochschule der Polizei und treffen André Konze. Der Geschäftsführer der Polizeiführungsschmiede hat sich mit Kontrollen nach Hautfarbe beschäftigt, sogenanntem Racial Profiling. Ich war bis dahin immer der Auffassung, dass es eine Kontrolle allein aufgrund der Hautfarbe nicht gibt. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto klarer wird, dass es durchaus dieses Phänomen gibt, das Racial Profiling. Der Manager Francis Landavo kam 2010 für einen großen internationalen Konzern nach München. Der Mann ist Franzose und damit EU-Bürger. Dennoch wird er ständig kontrolliert. Das ist sehr frustrierend, wenn ich als Steuerzahler Polizisten bezahle, die mich dann schikanieren. Diese Kontrollen nach Hautfarbe sind nicht nur rassistisch, sondern auch ineffizient. Von den 3,7 Millionen Kontrollierten waren gerade mal 0,4% illegal in Deutschland. Francis Landavo meidet inzwischen öffentliche Plätze und Bahnhöfe. Beim ersten Mal zeigst du einfach deine Papiere, beim zweiten Mal dann schon ungern, beim dritten Mal bist du langsam verärgert und beim vierten und fünften Mal sagst du, ich will nicht mehr mitmachen. Die Polizei hält daran fest. Warum? In einem internen Bericht lobt das Bundesinnenministerium die Kontrollen sogar. Dadurch, heißt es, werde das subjektive Sicherheitsgefühl der Reisenden spürbar erhöht. Das sei auch ein Erfolg der Kontrollen. Wir sind nicht alle verdächtig. Und es sind auch nicht alle verdächtig, die schwarz sind. Oder alle, die einen langen Bart haben. Wir haben das ja in früheren Zeiten bei den langen Haaren erlebt. Das ist eine Methode der Diskriminierung, der a priori Vorverurteilung, die durch das Grundgesetz verboten ist. Diskriminierung ist verboten. Der Bundestagsabgeordnete und langjährige UN-Sondergesandte Tom Königs will die verdachtslosen Kontrollen verbieten lassen. Auch Polizeiausbilder Konze, privat auch bei Amnesty aktiv, sieht Handlungsbedarf. Die Ausbildung alleine reiche nicht. Fortbildung ist naturgemäß personalintensiv. Deshalb muss man anerkennen, dass es schwierig ist, alle Beamten, die tatsächlich operativ tätig sind, da fortzubilden. Wenn denn das nicht möglich ist, dann muss man an einem anderen Ende dann letztlich die Konsequenz ziehen. Und das wäre? Indem man § 22 1a als Ermächtigungsgrundlage streicht. Und Francis Landavo? Der denkt an seinen kleinen Sohn, wenn der nämlich mal allein auf der Straße unterwegs ist. Er will schon bald mit ihm über diese Kontrollen sprechen.
Man muss ein ernstes Vater-Sohn-Gespräch führen und ihm erklären, sieh mal, es könnte dir passieren, dass du angehalten wirst und durchsucht wirst. Egal was ist, sprich langsam, werde nie laut beim Polizeibeamten. Wenn du denkst, da stimmt was nicht, okay, mach trotzdem alles, was der Polizist von dir will. Und wenn du dann sicher zu Hause bist, dann sprich mit deiner Mutter, sprich mit deinem Vater. Talk to your mom, talk to your father. Die meisten Menschen denken, dass die Hauptgründe für die Entstehung von Staaten die Gesetze und deren Anwendung sind. Wenn man sich ausschließlich nach den politischen Philosophen richtet, scheint das richtig zu sein. Aber die Geschichte zeigt, dass Rechtssysteme durch Privatinitiative entstanden sind und dass auch deren Anwendung privat geregelt wurde. Und zwar lange bevor der Staat ins Spiel kam. In England gab es zwar die Monarchie, aber die Monarchen interessierten sich nicht für das private Rechtssystem. Das internationale Handelsrecht und das englische Common Law entstanden ursprünglich privat und auch die Anwendung dieses Rechts wurde lange Zeit privat geregelt. Als die englische Regierung in der angelsächsischen Ära auf das private Rechtssystem aufmerksam wurde, geschah das nicht, weil das Rechtssystem nicht funktionierte. Der König erkannte, dass er dadurch Geld einnehmen konnte. 1729 begann die britische Regierung damit, sich in die Strafverfolgung einzumischen. Sie schaffte zusätzlich zum etablierten privaten Zivilrecht ein autoritäres Strafrecht. Das Zivilrecht konzentrierte sich auf den Schadenersatz, aber mit dem neuen Strafrecht wurden auch Geldstrafen, Folter, Verstümmelung, Exekution, Verschleppung zu weit entfernten Kolonien und so weiter eingeführt. 1829 entstand als erstes Polizeirevier das London Police Department. 1856 gab es Polizeireviere in allen Counties. Eine Definition des Staates kann nicht dem widersprechen, was in der Geschichte dokumentiert ist. Der britische Staat war eine Organisation, die Kriege führte und die Menschen besteuerte, während das Rechtssystem gleichzeitig weiter privat angewendet wurde. Die Schaffung und Anwendung eines Rechtssystems kann also nicht Teil der Definition eines Staates sein, auch nicht eine Gesetzgebung, unabhängig davon, ob die Gesetzgebungsorgane gewählt wurden oder nicht. Dienstleistungen sind Leistungen zur Deckung eines Bedarfs. Der Staat benutzt seine Macht, um anderen Menschen Leistungen anzubieten oder aufzuzwingen. Das tut er oft gegen ihren Willen und obwohl sie oft keinen Bedarf nach diesen Leistungen haben. Es ist deshalb verständlich, dass das staatliche Handeln nicht von allen Betroffenen als Dienstleistung verstanden wird. Das staatliche Handeln ist vielmehr als Dienstleistung für die Machthaber zu verstehen. Eines der unbestreitbaren Ziele des Staates ist es nämlich, den Bedarf bestimmter Leute nach Ausübung von Macht über andere zu decken und ihnen die Herrschaft über andere Menschen zu ermöglichen. Die gemeinsamen Merkmale aller staatlichen Dienstleistungen bestätigen dieses Ziel. Die Art, der Umfang und der Preis staatlicher Dienstleistungen wird von denjenigen festgelegt, die den Staat errichten und kontrollieren. Und die Bereitstellung dieser Dienstleistungen muss von den Bürgern unter Androhung von Gewalt bezahlt werden. Der Staat stellt den Bürgern verschiedene Leistungen in verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Militär, Justiz, Strafverfolgung, Post, öffentliche Schulen und Kindergärten, Katastrophenhilfe, der Bau von Straßen, Kanälen, Aquädukten, Dämmen, Denkmalen, Parks, Pyramiden und Raumschiffen. Für keine dieser Leistungen braucht es zwingend einen Staat, weil jede dieser Leistungen auch von Privatunternehmen bereitgestellt werden könnte. Staatliche Dienstleistungen für die Bürger können demnach nicht Teil der Definition eines Staates sein. Welche staatlichen Dienstleistungen sind es aber, die Teil der Definition eines Staates sein können? Es sind diejenigen Dienstleistungen, die es den Machthabern erlauben, über andere Menschen zu herrschen. Zwischen staatlichen und privaten Organisationen gibt es deutliche Unterschiede. Vergleichen wir einfach einmal den Staat mit einem privaten Unternehmen. Wie werden die Vorhaben finanziert? Wie wird mit dem Wettbewerb umgegangen? Wie werden die Menschen von den Mitarbeitern behandelt? Staaten benutzen zwar viele verschiedene Methoden, um ihre Vorhaben zu finanzieren, aber die mit Abstand am weitesten verbreitete Methode der Staatsfinanzierung ist die Erhebung von Steuern. Steuern werden den Steuerzahlern durch rohe Gewalt aufgezwungen, egal ob sie mit den staatlichen Leistungen, die damit bezahlt werden, einverstanden sind oder nicht. Wenn Privatpersonen ohne eine spezielle staatliche Genehmigung oder ein staatliches Privileg Geld auf diese Art und Weise eintreiben würden, würde man das als räuberische Erpressung bezeichnen. Wenn private Organisationen ohne eine spezielle staatliche Genehmigung oder ein staatliches Privileg Geld auf diese Art und Weise eintreiben würden, würde man das als organisierte Kriminalität bezeichnen. E tu e tutta tua famiglia venite disonorati.
600 dollari. Che ne succede se non paga? Tu li canusci alla missi soi. Veramente bestia, per trovare chiari in astu cotteri. E gli un giudo calici. E per chi la mo pagare? Perciò, per chi ci hanno mandato a vincere o hanno scelato monete? Tu non capisci. Chi sono so quattieri? Besteuerung ist also eines der Merkmale, die einen Staat definieren. Der Staat errichtet politische Grenzen und zwingt den Menschen, die innerhalb dieser Grenzen leben, seine Regeln auf. Er unterdrückt andere Organisationen, indem er sie entweder gesetzlich verbietet oder indem er ihnen Regeln zur Beschränkung ihrer Aktivitäten auferlegt. Der Staat setzt seine Befehle innerhalb seiner Grenzen durch, indem er Gewalt initiiert oder mit Gewaltanwendung droht. Eine Privatperson, die versuchen würde, ein Machtmonopol auf diese Art und Weise zu errichten, würde ins Gefängnis kommen. Eine private Organisation, die versuchen würde, ein Machtmonopol auf diese Art und Weise zu errichten, würde unter Strafandrohung verboten werden. Diese unverwechselbare Art und Weise des Staates, mit Wettbewerbern innerhalb seiner Grenzen umzugehen, unterscheidet ihn von privaten Unternehmen. Dieser besondere Umgang mit der Konkurrenz ist also ebenfalls Bestandteil der Definition eines Staates. Private Unternehmen bieten spezifische Produkte oder Dienstleistungen für spezifische Kunden zu spezifischen Preisen. Den Kunden ist es freigestellt, von welchem Unternehmen sie diese Produkte oder Dienstleistungen erwerben. Sie können sich sogar frei dazu entscheiden, gar keine Leistungen zu kaufen. Die Kunden bezahlen nur für die Leistungen, die sie auch in Anspruch nehmen. Der Staat bietet hingegen irgendwelche Leistungen irgendwelchen Leuten an, egal ob diese Leistungen benötigt werden oder nicht. Er verlangt für seine Leistungen irgendwelche Preise und zwingt die Steuerzahler dazu, diese willkürlich festgelegten Preise zu bezahlen. Unternehmen gehen mit ihren Kunden ganz anders um als der Staat mit seinen Bürgern. Nehmen wir als Beispiel die Gerichte, von denen es private und staatliche gibt. Bei privaten Schiedsgerichten können die Parteien den Schiedsrichter frei wählen. Sie können frei entscheiden, sich den Entscheidungen des Schiedsrichters unterzuordnen. Zeugenaussagen erfolgen freiwillig und Beweise werden freiwillig vorgelegt. Vor US-Bundesgerichten zwingt die Regierung erstens, die Verteidigung vor Gericht zu erscheinen, zweitens, die Jurymitglieder am Verfahren teilzunehmen, weil sie sonst wegen Missachtung des Gerichts zu Strafen und Gefängnis verurteilt werden, drittens werden Zeugen dazu genötigt auszusagen und viertens wird die Entscheidung der Richter und Jurys ohne Zustimmung der Verteidigung erzwungen. Wenn eine Privatperson oder eine private Organisation, die nicht im Namen des Staates handelt, so agieren würde, würde man sie als kriminell bezeichnen. Die Merkmale, die einen Staat von privaten Unternehmen unterscheiden, sind also erstens die Besteuerung und zweitens der Zwang durch Anwendung roher Gewalt, um ein Herrschaftsmonopol innerhalb eines selbstgewählten Territoriums zu errichten. Was ist also der Staat? Der Staat ist nichts anderes als eine kriminelle Organisation, die ein Erpressungssystem unter dem Deckmantel der Rechtmäßigkeit betreibt. Er ist die mächtigste Organisation innerhalb seines Territoriums. Er kontrolliert und benutzt mehr Ressourcen als jede andere Organisation und es ist kein Zufall, dass man in der gesamten Geschichte und in allen Ländern der Welt Leute findet, die den Staat dazu missbrauchen, um persönlichen Reichtum anzuhäufen. Staaten beanspruchen verschiedene Gebiete auf der Erde und sie unterscheiden sich in ihren sogenannten Leistungen, die sie ihren Bürgern bieten, aber sie handeln alle mit dem gleichen politischen Ziel: die Sicherung der Herrschaft über andere zugunsten einer kleinen herrschenden Minderheit. Der Staat lebt von der Beherrschung eines Territoriums, der Verschleierung der wahren Motive der Herrscher und der Ausbeutung der Bürger. Diese Ausbeutung beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Der Staat ist ein einheitliches politisches System, das allen Bürgern aufgezwungen wird. Wir haben kein Recht, den Staat zu ignorieren. Wir haben kein Recht, seine Leistungen, die wir nicht wollen, abzulehnen. Und wir haben kein Recht darauf, die Bezahlung für diese Leistungen zu verweigern, auch wenn wir sie nicht wollen und nicht in Anspruch nehmen. Wir haben zwar das Recht auf Schutz vor Überfall durch andere Staaten, aber der Preis dafür ist eine massive Verletzung unserer persönlichen Rechte. Wir werden über die Besteuerung mit Gewalt enteignet, bei Widerstand gefangen genommen, bei Gegenwehr verletzt und bei Notwehr getötet. Die Jungs in Rock? Die Mädels mit Schnurrbart. Einen Tag lang sind die Schüler des Schelstor-Gymnasiums dazu aufgerufen, in typischer Bekleidung des anderen Geschlechts zu kommen, um sich gegen Sexismus und Diskriminierung einzusetzen. Und so ist der ein oder andere im Kleiderschrank seiner Schwester fündig geworden.
Und da gab es dann ein paar zur Auswahl und da habe ich mich dann für den entschieden. Auch wegen der schwulen Flagge, das Regenbogensymbol, da passt ja das Farbliche ganz gut dazu. Und auch bei den Eltern der Schüler kommt die Aktion gut an. Die finden es gut, weil sie selber das Thema Homosexualität tolerieren und akzeptieren wollen. Im Englischunterricht der 10C wird heute unter anderem darüber gesprochen, wie sich die Jungs und Mädels in den Klamotten des anderen fühlen, was es bedeutet, ein Junge oder Mädchen zu sein und was typisch ist für das andere Geschlecht. Denn die Lehrer möchten diese Schüleraktion unterstützen. Ich finde es toll, dass sie sich damit auseinandersetzen. Es zeigt auch ihr politisches Interesse, weil es ja auch jetzt in den Medien ein Thema war in den letzten Monaten. Und ja, ich denke, es ist interessant, also auch mal in andere Kleider zu schlüpfen, wobei man natürlich aufpassen muss, weil das nicht alles ist. Aber es ist schon mal so ein kleiner Anstoß und ich denke schon, dass es auch bei uns Lehrern so das Bewusstsein weckt nochmal, okay, ja, vielleicht sollte man das doch im Unterricht auch hin und wieder thematisieren. In der großen Pause kommen dann alle in der Aula zusammen, um zusätzlich noch ihren Handabdruck für Toleranz zu hinterlassen und ihren Standpunkt in der Diskussion um den Bildungsplan zu unterstreichen. Den Impuls zu dieser Aktion haben übrigens mehrere Schulen in Frankreich geliefert. Dort sind rund 100 Junge mit Rock bekleidet im Unterricht erschienen. In Frankreich war der Anlass die Debatte zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Ich finde es sehr wichtig, dass Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange in ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sein können, wer sie sind. Und auch die männlichen Lehrer lassen sich nicht lumpen. Ich bin im Auto so hergefahren, habe mich ein bisschen gescheut, in meinem Ort, in meinem kleinen Ort ins Auto zu steigen. Die Nachbarn haben mich auch gleich gesehen, aber stolz bin ich ins Auto gestiegen. Mann, Frau, hetero, homo, bisexuell? Das ist den Schülern des Schelstor-Gymnasiums Wurst. Denn die Gesellschaft ist nicht schwarz-weiß, sondern bunt. Nur selten gelingt es Menschen, die Gleichschaltung in der Schule zu überleben und eigenständiges Denken zu bewahren. Jedes Kind ist naturgemäß aufgeweckt und experimentierfreudig, bis es in die Schule muss. Dort wird es dazu gezwungen, monotone, tote Fakten auswendig zu lernen. Und es wird sorgfältig dazu dressiert, immer wieder die gleichen Verhaltensweisen zu zeigen. Alles, was das Kind sagt, muss in der Schule mit dem übereinstimmen, was ihm seine Lehrer sagen. Sie geben die Regeln vor und das Verhalten des Kindes muss diesen Regeln entsprechen. Sie dürfen nicht ohne Erlaubnis aufs Klo gehen, wenn sie sprechen wollen, müssen sie die Hand heben und alle 1,5 Stunden klingelt eine Glocke und sie müssen sich bewegen. Das ist das Verhalten von einem Sklaven. Und diese Konditionierung wird für das Kind zum Ritual. Es dient als Muster für Fernsehsendungen und Bücher. Es wird zur Ideologie, die ihm von den Lehrern oder den Eltern beigebracht wird. So entwickelt sich eine einzige Monokultur, in der den Kindern abgewöhnt wird, dem Staat später Probleme zu machen. Sie werden sorgfältig darauf trainiert, dem politisch Korrekten bereitwillig zu dienen. Ihre Umgebung entspricht der eines Gefängnisses. Niemand hat die Möglichkeit, die Autorität der Gefängniswärter in Frage zu stellen. Die Handlungen und das Verhalten der Kinder werden gleichgeschaltet. Die Kinder haben keine Kontrolle über ihr eigenes Leben und das führt zu Jugendgewalt, weil sie dazu gezwungen werden, unter sich zu bleiben. Die Schulpflicht produziert Kinder, die entweder von anderen ständig terrorisiert werden oder die es gewohnt sind, Schwächere zu unterdrücken und auszunutzen. Es ist genau wie im Gefängnis oder wie bei der Massentierhaltung. Sie sind eingepfercht und werden aggressiv oder passiv. Die Kinder müssen sich unter Strafandrohung in bestimmten Gebäuden aufhalten und sich bestimmten Regeln unterwerfen. Ganze Heerscharen aus Bürokraten stellen sicher, dass sich kein Kind auf der anderen Seite des Zaunes aufhält. Am Ende der 12 Jahre lang andauernden Unterwerfung durch den Staat wird das Kind in die Welt entlassen. Es ist das gleiche wie das Ende einer 12 Jahre lang andauernden Gefängnisstrafe. Jetzt, nachdem es gelernt hat, ohne darüber nachzudenken, zu tun, was ihm gesagt wird, kann es frei sein. Und das Ergebnis dieser staatlich kontrollierten Operation, die man Schule nennt, ist eine Gesellschaft, die dazu bereit ist, sich zu unterwerfen, zu gehorchen und zu folgen. Erzwungenes Verhalten, das technisch gesehen nichts anderes als Sklaverei ist, führt zu einer Geisteshaltung, die durch Angst und Schrecken bestimmt ist. Du musst zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, entweder auf Befehl einer Autorität oder einer Glocke. Alle bewegen sich in einer großen Masse von einem Ort zum anderen, um dort bestimmte Handlungen auszuführen. Die Menschen sind nicht nur darauf trainiert, bestimmte Anweisungen auszuführen, sondern sie wurden auch dazu dressiert, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Die Regeln, Vorschriften und Gesetze sind den Kindern vorgegeben. Es heißt, das dürft ihr anderen nicht antun und das dürft ihr anderen antun. Das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung.
Moralische und kulturelle Standards werden diesen neuen jungen Gehirnen in ihrer wertvollsten Entwicklungsphase mit Gewalt eingepflanzt. Der Staat greift in ihren Geist ein und formt ihn, um staatlichen Standards zu entsprechen. Die erste Lektion, die sie lernen müssen, lautet, den Befehlen der Autorität zu gehorchen, ohne sie zu hinterfragen. Die zweite Lektion lautet, dass sie mit anderen zusammenarbeiten müssen, um die Ziele der Personen zu erreichen, von denen sie kontrolliert werden. Wenn Kinder dazu gebracht werden, immer wieder das gleiche Verhalten zu zeigen, ohne Rücksicht auf das, was die Kinder selbst eigentlich wollen, werden sie sich als Erwachsene niemals zur Wehr setzen. Nur so können sie durch Polizeibeamte widerstandslos terrorisiert werden, bis sie freiwillig auf ihre Rechte verzichten. Sie werden ihr Leben demütig und unterwürfig einem Konzern anvertrauen, der entscheidet, wie sie sich anziehen sollen, wie sie sprechen sollen, um wie viel Uhr sie aufstehen sollen, was das gleiche ist, ihnen vorzuschreiben, wann sie ins Bett zu gehen haben. Das ist nichts Neues. Das sind die Folgen der Schulpflicht. Wenn man sich die Anfänge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ansieht, dann zeigte der Bürgerkrieg, wie eine standardisierte Bevölkerung, die darauf trainiert ist, Befehle auszuführen, ohne darüber nachzudenken, dazu gebracht werden kann, wie eine Gelddruckmaschine zu funktionieren. Es ist kein Zufall, dass die Weltmächte und die vermögenden Konzerne aus einem System entstanden sind, das mit dem Ziel der Zerstörung von individueller Entwicklung, von echtem Charakter und echtem Verstand entwickelt wurde. Der hirnlose Bürokrat, der gedankenlose Angestellte und der stupide Arbeiter sind es, von denen unser System abhängt. Sie folgen dem System, ohne es zu hinterfragen, und das ist es, wofür die Schule da ist. Das System ist nicht dafür gemacht, das Volk zu bilden. Deswegen sind auch die Bürokraten dafür zuständig und nicht die Eltern und auch nicht die einzelnen lokalen Schulen. Jedes Gesetz wird unter maximal möglicher Strafandrohung durchgesetzt. Der Ton des Schuldirektors entspricht dem eines Gefängnisaufsehers, ohne die Möglichkeit, seine Autorität zu hinterfragen. Er hat die Macht, der Bevölkerung einen Standard gewaltsam aufzuzwingen. Jedes Kind, das sich nicht den Regeln unterwirft, erwartet eine strenge Bestrafung. Das ist die Wahrheit über das staatlich angeordnete Training. Dem Staat ist es egal, ob Kinder obdachlos auf der Straße sitzen oder schlecht ernährt sind oder Hunger haben, aber in dem Moment, wenn das Kind nicht zu einer vorgegebenen Zeit in der Schule erscheint, wird die Polizei alarmiert. Solange wir die Schulpflicht nicht abgeschafft haben, wird auch dein Kind zum Sklaven erzogen, sodass es später als erwachsener Mensch auch das Leben eines Sklaven lebt. Spionage in Hessen. 3 Monate lang wurde Julia Einhäuser observiert. Nicht von einem Geheimdienst, sondern von Außendienstmitarbeitern der Arbeitsbehörde Bad Homburg. Der Verdacht? Die Arbeitslose lebe mit einem Mann zusammen und kassiere zu Unrecht Wohngeld. Vor kurzem flog die Observation auf. Seitdem ich das so weiß, also ist bei mir meistens die Rollläden so halb unten, weil man irgendwie schon denkt, das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich meine, 1-2 Tage beobachtet zu werden ist eine Sache, aber 3 Monate lang am Stück, sehr wahrscheinlich noch von einem Mann, ist es für eine Frau schon ein sehr komisches Gefühl. Bei den Datenschützern häufen sich die Beschwerden. Seit 2 Jahren haben alle Jobcenter sogenannte Außendienste, um potenzielle Hartz-IV-Betrüger zu ermitteln. Denn die Außendienste gehen auch mit rabiaten Methoden vor. Man unterstellt dem Arbeitslosen erstmal, dass er ein Betrüger ist, dass er unberechtigterweise jetzt Geld vom Staat in Anspruch nehmen möchte. Und das ist die Grundlage, die philosophische Grundlage, die alles weitere erklärt. Die Ausspitzelung des privaten Lebens, das Ansammeln von Übermaß von Daten und das Eingreifen in die Intimsphäre. Wie auch bei Julia Einhäuser. Hier entwickelte der Ermittler eine ganz besondere Leidenschaft für ihre Observation, wie sie nachträglich von der Behörde erfuhr. Sie haben gesagt, dass es ja noch nicht mal Geld gekostet hätte, weil es ein Sachbearbeiter in seiner Privatzeit gemacht hätte. Also, das war die Antwort, die wir darauf bekommen haben, ja. Also er wäre nach seiner Arbeit hier vorbeigefahren, vor seinem Arbeitsbeginn vorbeigefahren, was ja auch noch nicht mal erlaubt ist, ja. Also in seiner privaten Zeit nach seinem Dienst Leute zu beobachten. Und wie finden Sie das? Ich finde, das ist kriminell. Zu ihrem Fall will sich die zuständige Behörde nicht äußern. Der Verdacht, sie lebe mit ihrem Freund zusammen, bestätigte sich jedenfalls nicht. Immerhin eines hat die Behörde nach 89 Tagen Bespitzelung herausgefunden, nämlich, dass im Beobachtungszeitraum ein Kfz an 58 Tagen vor Ort war.
Dieser Bericht erinnert mich ganz stark an Stasi-Protokolle. Ich habe in der Nach-DDR-Zeit habe ich also viel mit Stasi zu tun gehabt und das ist wirklich eins zu eins das, was man in den DDR-Protokollen auch zu lesen bekommt. Ich brauche einen neuen Anzug. Ich muss nur zu Macy's gehen, mir einen aussuchen und ihn auf Rechnung kaufen. Wenn die Rechnung kommt, schmeiße ich sie einfach weg. Abgesehen vom ethischen Aspekt sieht man sofort, dass ich so etwas nur einmal machen kann. Das nächste Mal werden sie mir bei Macy's keinen Anzug geben, weil sie wissen, dass ich ein Dieb bin. Die Idee liegt nahe, dann einfach zu Penny's zu gehen und mir dort einen neuen Anzug zu holen. Aber was ist das? Sie geben mir dort auch keinen Anzug. Macy's hat ihnen seltsamerweise gesagt, dass ich ein Dieb bin. Viele denken, dass freie Märkte zwangsläufig zum Recht des Stärkeren führen und alle schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Der Philosoph Thomas Hobbes hat geglaubt, dass die ganze Welt nur so funktioniert. Macy's und Penny's sind Konkurrenten und man könnte meinen, dass Macy's insgeheim hofft, dass ich Penny's als nächstes bestehle, das wäre ausgleichende Gerechtigkeit. Aber so läuft es nicht. Stattdessen informieren sie sich gegenseitig über Diebe. Sie wissen, dass es langfristig besser ist, sich gegenseitig vor Dieben zu warnen, anstatt den kurzfristigen Vorteil für sich zu nutzen. Sie könnten sonst nicht von einem Netzwerk profitieren, in dem vor Dieben gewarnt wird. Die Unterstützung des Konkurrenten ist also nicht gegen das eigene Interesse gerichtet. Obwohl sie im Wettbewerb stehen, haben sie einen starken Anreiz zur Kooperation. Mindestens ebenso interessant ist die Tatsache, dass die Händler eigenständig auf dieses System gekommen sind. Es stammt nicht von einem erleuchteten Herrscher, der den Stein der Weisen gefunden hat. Vielmehr ist es auf natürliche Weise entstanden, als die Händler selbstständig versuchten, ihre Angelegenheiten zu regeln. Lange vor der Zeit der Kaufhäuser haben Händler herausgefunden, dass Kooperation unter Wettbewerbern notwendig ist. Viele Mechanismen auf dieser Welt funktionieren durch Vertrauen und Reputation. Nicht nur unter Händlern, sondern auch in meiner und in deiner Welt. Als ich dir erzählt habe, wie ich umsonst an einen neuen Anzug kommen kann, hättest du mir vielleicht widersprochen und auf die Angst vor einer Gefängnisstrafe hingewiesen. Aber auch wenn man das mal beiseite lässt, habe ich gute Gründe, meine Rechnungen zu bezahlen. Ebenso wie die Händler bin auch ich abhängig von einem System aus Vertrauen und Reputation. Ich habe einen Job, ein Haus, ein Auto, ich kann Flugtickets kaufen, ich kann ins Restaurant gehen und so weiter. Gewissermaßen sind wir alle Händler. Wir handeln alle untereinander. Wir sind nicht nur dazu in der Lage zu kooperieren, wir tun es sogar tatsächlich sehr häufig. Die Gesellschaft ist voll von solchen natürlichen oder spontanen Ordnungen. Die Sprache, die Mode, Internet-Memes, Marktpreise, das angloamerikanische Common Law und das internationale Handelsrecht sind so entstanden. Sie sind das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit an Regeln des Zusammenlebens, die für alle Seiten am besten sind. Wenn also das nächste Mal behauptet wird, dass Probleme nur durch Zwang und Gewalt zu lösen sind, ist das kritisch zu hinterfragen. Friedliche und freiwillige Mechanismen, die die Kooperation ermöglichen und fördern, umgeben uns überall.